Läuft. Servus, grüezi und hallo und guten Abend und moin moin. Heute aus Bremen, aus Lepshausen. Ja, wir haben es gar nicht so einfach gehabt. Es ist Wochenende, es ist Samstagabend. Ich habe das City for Two Heft durchgegangen und wir wollen heute Abend essen gehen. Auf Grundlage des City for Two Hefts aber wieder ein Restaurant testen. Heute testen wir im Restaurant Fellini. Restaurante Pizzeria hier in Bremen, Oslepshausen. Was uns gleich erwartet, dazu gleich mehr. Wahrscheinlich im Restaurant noch ein paar Geschichten. War nicht so einfach, einen Platz zu bekommen. Aber hier sind wir vollen Mutes, eine gute gastronomische Leistung zu finden. Bleibt dran, wir sehen uns gleich im Restaurant Fellini. Yeah! Zwei Personen mit Hund. Ja, wir müssen gerne unten kurz aufmachen. Oben geht leider nicht. Okay, kein Problem. Sind wir hier allein auf weiter Flur? Hier ja. Oh, guck mal, was hat sie hier erstmal? Guck mal. So. Guten Abend. Na? Herzlich willkommen im Restaurant Fellini. Sie dürfen was sagen? Hast du mir vorher nicht gesagt. War ich dachte, ich muss doch mal so mitkommen. Hauptsache schön aussehen. Das wird jetzt alles gesendet, was Sie sagen. So. Ja, erster Eindruck. Nett. Sieht aus, als ist ein altes Bahnhofsgebäude, glaube ich. Wir erfragen das gleich mal. Aber nett, zwei Ebenen. Da oben geht es noch weiter. Ja. Und auch gut. Also ein großer Tisch, eine große Gesellschaft. Wir sind da spontan ohne Reservierung. Ja, was ich zu den Reservierungen sagen wollte. Wir haben ganz viele heute abtelefoniert, entweder am Samstag nicht gültig oder geschlossene Gesellschaft oder das Restaurant gibt es gar nicht mehr. Also war nicht so einfach. Jetzt habe ich schon ein Date für morgen gemacht. Und wo sind wir morgen? Danke sehr. Alkoholfreies Weizen? Ja, alkoholfreies Weizen hätten wir gerne. Und bitte, dass wir selber am Tisch einschenken. Weil dann sehe ich, dass es alkoholfrei ist. Danke. So, das mache ich übrigens immer so. Da ich ja keinen Alkohol trinke, kann mir ja keiner eine Garantie geben, dass die am Tresen das nicht vertauschen. Und darum bestelle ich grundsätzlich mein alkoholfreies Weizenbier und schenke am Tisch selber ein. So bin ich sicher, dass ich auch keinen Alkohol bekomme, denn ich möchte keinen Alkohol. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Karte an. Das sieht alles gut aus. Auch erster Eindruck. Hier gucken wir mal. Fellini. So sieht das Ding aus. Yeah. Hier gucken wir. Super, danke. Ist das ein Bahnhofsgebäude? War das ein Bahnhof? Sieht ja spektakulär aus, das Ding. Ja. So, jetzt sind wir wieder an. Ja, macht einen super Eindruck hier. Das ist eine alte Bahnhofshalle. Aber schick gestylt, wirklich, wirklich angenehm. Sind ein paar Gäste da. Wir sind da. Doreen ist da, sehr zum Wohl. Wir trinken unser alkoholfreies Weizenbier. Schön. Schön, dass ihr auch wieder da seid. Sehr zum Wohl. Sehr lecker. Und dann gucken wir mal. Klassische italienische Karte mit Vorspeise, ungefähr 100 Gerichte, Fleisch, Pasta, Pizza, alles, was ich beim Italiener erwarte. Erster Eindruck, klasse. Sehr schöner, angenehm eingerichteter Laden. Es ist zwar sehr groß, ich kann mir vorstellen, dass das Lokal sehr voll ist, dass es auch sehr laut ist, aber trotzdem sehr, sehr nett gemacht. Erster Eindruck, schon mal klasse. Aber wir wollen mal gucken, wie viele Köche da sind. Nicht, dass zu viele Köche irgendwas versalzen.
Nein, Spaß beiseite. Ich schalte erstmal ab. Wir gucken mal, was wir jetzt essen. Bevor wir ans Bestellen gehen, erstmal die Spielregeln. Wir sind im Restaurant Ristorante Pizzeria Fellini am Oswepshauser Bahnhof 21 in 28239 Bremen, Oswepshausen. www.fellini-bremen.de. So, kulinarische Köstlichkeiten, Mittagstisch, knusprige Pizza, Pasta, Salate, Kindergerichte. Gültig? Ja, jeden Tag außer Montag. Wahrscheinlich haben die da Ruhetag. Jawohl. 2 für ein Hauptgericht bis 10 Euro. Sie bestellen 2 Hauptgerichte und die waren das günstigere. Preisgericht bis 10 Euro ist kostenlos. Gleiches Spiel. Naja, ja, auch gut. Hier gibt es Pizzen bis 10 Euro. Ja, die also reichliche Auswahl unter 10 Euro. Wenn ich also in dem Kostenrahmen bleiben möchte, wir werden sicherlich wieder eine Sache oben drauf bestellen. Und mal gucken, vielleicht gibt es denn ja einen 10-Euro-Gutschein. Das könnte auch sein, wenn wir jetzt zweimal für 13 Euro bestellen, dass die dann 10 Euro abnehmen. Wir schauen mal. Aber das sieht gut aus. Doreen, weißt du schon, was du möchtest? Was willst du? Da die 91. Also Tachino al Curry, damit wir nicht wieder die 91 mit 27 und 35 mit ein bisschen 26. Genau. So, wir arbeiten dran. Jetzt warten wir auf die Bedienung, um unsere Bestellung zu platzieren. So, das war vielversprechend. Wir haben unsere Bestellung platziert. Und in der Tat, genauso wie beim letzten Mal auch, Gericht bis 10 Euro. Wenn wir drüber sind, kriegen wir 10 Euro gut geschrieben. Wir haben beide ein Gericht für 14,50 Euro genommen, also quasi sind wir jetzt ja schon deutlich drüber. Aber wir wollen ja auch Umsatz bringen und das soll ja auch eine Umsatzsteigerung sein, dieses City for Two Heft. Das ist ja in Ordnung. Und absolut freundlich, absolut nett. Lorraine hat bestellt, mal gucken wir eben, dass wir das mal eben sagen können, dass wir das auch im Bild nachher festhalten können. Tachino al Curry, Putenbrust in Currysoße mit Rosmarinkartoffeln, Gemüse und Salat als Beilage für 14,80 Euro. Und ich habe Tachino al Pepe, Putenbrust in Pfefferrahmsoße, Rosmarinkartoffeln, Gemüse und Salat auch für 14,80 Euro, wobei ich etwas Knoblauch dabei habe. Apropos Knoblauch, hier gibt es wieder wunderbar, wunderbar, ich mag das ja. Wir haben hier einmal da Aioli-Soße und das andere müssen wir nochmal nachfragen, was es ist mit hausgemachten kleinen Pizzabrötchen. Da geht mir doch das Herz auf. Das ist doch endlich mal wieder, das ist sehr vielversprechend nach den Erlebnissen der letzten Tage und ja, wunderbar. So kann der Abend weitergehen. Prösterchen! Lorraine und ich, wir sind beide immer noch bei der, quasi beim Amuse Girl, beim Groß aus der Küche. Naja, nicht unbedingt, sondern bei Brot und Butter eigentlich. Aber die kleinen Pizzabrötchen und das Pesto, was sagst du? Also das muss ich sagen, heute fängt es an, richtig Spaß zu machen. Nach den anderen Erlebnissen, die wir jetzt hatten, der erste Laden, wo wir richtigen Service haben. Gepflegte Tische, schön eingedeckt. Ja, also, wir freuen uns auf das, was gleich noch kommt. Sugar in the morning. Same procedure as last year. Happy New Year, Miss Sophie. Weiter geht's.
Nein. Wir sind doch positiv. So, das Essen ist da. Und, was soll ich sagen, großartig. Das Fleisch, wunderbar zart. Die Beilagen, nett angerichtet. Die Bohnen, knackig. Die Kartoffeln, auf den Punkt. Die Soße, angenehm sämig. Der Salat, frisch, knackig. Also so macht Essen jeden Spaß. Wirklich. Also das ist echt ein Volltreffer. Und wir sind zwar noch nicht zu Ende, aber Fellini aus Lebshausen, großes Kino. WC-Test. Wir sind immer noch im Restaurant Fellini. Und ja, tutti. Alles gut, alles akkurat. Und Essen großartig. So macht Essen den Spaß. Bilder von dem alten Bahnhof von früher. Das hat was. Yeah! Und hier stehen die Kinderstühle auch in dem Gang dahinter. So gehört sich das. Kleiner Schönheitsfehler ist die Ecke. Scheint auch sehr beliebt als Abholrestaurant zu sein. Weil hier jetzt ganz viele Leute stehen, die Essen mitnehmen wollen. Also wirklich alles in allem. Naja, Resümee gleich vor der Tür. Fazzi. So, Fazit. Das war klasse. Das war wirklich toll. Wir haben gut gegessen, sehr freundliche Leute, haben uns eben noch mit ihnen unterhalten. Die machen das seit sehr vielen Jahren. Das Restaurant besteht schon seit circa 10 Jahren, wie ich das so verstanden habe. 4-5 Jahre ist der Betreiber jetzt drin, davor 4-5 Jahre der gleiche Name. Und davor war auch schon ein Restaurant hier an der Stelle. Also ein gut etabliertes Restaurant, ein gut etabliertes italienisches Restaurant. Leider, die beiden sind keine Italiener, sind Mazedonier oder Kroaten, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ganz toll, ganz freundlich, ganz lieb. Echt ein super Tipp, hier wieder herzukommen. Also lecker. So kann ein Abend Spaß machen. Und das Essen gehen auch. Und übrigens, wir sind schon der 25. Gast, der jetzt hier in den ersten Januartagen gekommen ist, durch City for Two. Also insofern, die sagen auch, prima, tolle Sache. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. So macht es Spaß und weiter geht's. Alles klar, dann wünsche ich euch viel Spaß beim selber essen gehen und wir sehen uns die Tage. Bis dann, tschüss.